Weiter geht es mit einer neuen rüpelhaften Folge Dying Light. Freut mich, dass du da draußen wieder reingerüpelt bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die rüpelhaften Menschen, die das letzte rüpelige Video bewertet haben. Wir machen weiter mit der Story. Dafür müssen wir diesen Schädel hier zerdabdudeln, denn er will es so. Und diesen Schädel hier. Ja, er will auch seinen Schädel zerdabdudelt kriegen. Das ist eben so. Das muss man so machen. Ich habe das so gelernt auf der Zombie Academy. Alter, was für ein Ultra-Move. What the fuck? So entstehen diese Zombies. Den habe ich zum allerersten Mal gesehen. Du kannst den Schädel danach auch nicht mehr abtrennen, wie es scheint. Holy shit, war der geil. Holy shit, war der geil. Mehr davon. Okay, was ist hier drüben los? Fest entschlossen, diesen Brecken zu erledigen. Brecken, ha? Weißt du, was er damit meint? Ich hab was gehört. Bam! Zack, Alter. Zack. Und er lebt noch. Der ist erledigt. Und der ist auch erledigt. Haben wir hier noch einen, oder? Haben wir schon wieder gewonnen. Wo denn? Wer bist du? Was willst du? Okay, Problem gelöst. Ein Problem hätten wir hier schon mal gelöst. Ich will die Bullenkarre plündern. Alter, wie viele Zombies hier schon wieder rumrennen. Okay, okay. So kann man auch sterben. Ich glaube, dafür brauche ich ein bisschen mehr Schwung. Damit das gut funktioniert. Gut. Habe ich einen Moment? Weil dann gehen wir hier drüben hin und beten, dass wir mal wieder einen König finden. Irgendjemand lebt hier noch. Nein, nur Lippenstift. Ein wenig Make-up. Aber sonst leider nichts. Ein wenig Geldi. Die letzte Reparatur, dann ist Schluss. Jo. Ich werde ihn vermissen, meinen treuen Basie hier. Ich werde ihn echt vermissen. Na, rennt jemand durch? Schade. Hey, wo sind die ganzen Zombies? Hier ist ja niemand. Hier ist ja absolut niemand. Oh. Beinahe gelöst. Komm schon. Oh, jetzt geht der Typ mir noch auf den Penis. Was willst du denn? Skimaskenmann. Und? Hat sich gelohnt, oder? Hat sich gelohnt, sich hier mit mir anlegen zu wollen. So, ging ja richtig gut. Ja. Ich habe doch eben gerade irgendwo noch hier einen stöhnen gehört. Ey, yo, wo sind all die Zombies? Hier ist ja gar nichts los. Ein Zombie. Und schon ist er tot. Hey, du. Lady. Wo sind sie? Wo sind sie alle, die Zombies? Früher war hier Action. Früher ging es hier hart ab. Wow, 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 wow. Das haben sie gehört, hä? Bam! Powerschlag Deluxe. Bam! Komm. Na, die duckt sich. Bam! Da kommen noch mehr von diesen untoten Mistkerlen. Powerschlag Deluxe. Ja, wo ist er hin? Der gute alte Premium Punch. Kommt alle hier zu mir. Und da werden sie gebrutzelt. Und fliegen davon. Komm, rein mit dir. So muss es laufen. Alter, wenn die hier nur den Rand berühren, dann werden die immer so schön weggefetzt, die Zombies. Ein verdammtes Gedicht. Komm, rein. Boah, Alter. Jetzt kommen sie aber, die Zombies. Komm,
Komm. Rein mit dir in die Pfütze. Rein in die Pfütze. Einer kann noch. Du? Nein? Na dann. Gibt's ein Premium Deluxe. So wie man mich kennt. Och, es wird schon wieder dunkel. So, ich habe keine Medikits. Wir müssen unbedingt demnächst wieder ein bisschen uns mit Medikits berauschen. Oh oh. Oh oh. Hört ihr das? Hört ihr das? Genau das. Irgendwo ist ein Kind. Und dieses Kind muss hart was in die Fresse bekommen. Oh, fuck it! Fuck it! Wie viele lungern hier schon wieder rum? Ich bin tot oder ich schaff's. Beinahe geschafft. Noch weiter nach oben. Troy? Was ist hier los, Troy? Und? Was muss ich tun? Installiere diesen Verstärker am höchsten Punkt in der Stadt. Das erhöht unsere Chancen, das Signal durchdringen zu können. Lass mich raten. Ich muss auf den riesigen Funkmast am Stadtrand klettern. Der kürzeste Weg ist durch die Kanalisation. Kontaktiere Savvy, sobald du wieder ans Tageslicht kommst. Er wird dir helfen. Sobald der Verstärker installiert ist, stell dein Funkgerät auf die richtige Frequenz ein, sodass dich jeder hören kann. Hoffen wir, dass es klappt. Oh nein, schon wieder so eine Gully-Mission. Die liebe ich ja so sehr. Das sind die besten Missionen. Psst, Kumpel, hier drüben. Erstmal die Wertsachen. Eine goldene amerikanische Pistole. Alter, die Machete ist übel, aber auch übelst teuer. Wow. Wow, Alter, das Brecheisen ist ja mies. Moll, Blechdose, Sprühdose. Nee. Okay, wir haben hier noch eine Machete. Und wir könnten dich mal ein bisschen pimpen, Baby. Was nehmen wir denn? Hammer der Götter. Mach es drauf. So, jetzt macht die einfach mal 1227. Und wie gesagt, da könnten noch Mods rein. Gladiator. Pitfighter. Alter, 1400 Damage bei einer 1500. Alter. Geil. Wie komme ich denn hier am besten weg? Jetzt sagt bloß, hier kann man nirgendwo runterjumpen. Nein, kann man echt nicht. Och nö, nicht schon wieder in den Gully rein. Ich stehe nicht so auf den Gully. Ist nicht so mein Ding, der Gully. Boah, die Machete. Machete, die Axt. Sieht schon fett aus. Na du. Respekt. Respekt, dass der noch steht. Was macht der denn hier? Was macht der denn hier für eine kranke Scheiße, der Dude? Niemand wird es je verstehen. Oh nein, es wird auch noch dunkel. Wo bitteschön soll der Punkt denn sein? Okay, ich hab's gelöst. Ich hab's gelöst. Und her damit. Warte mal, hier unten ist noch eine Bullenkarre, die will ich ran. Ein wenig Glück muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Und wir bekommen einen Templar. Ein Templar ist gut. Ist echt geiler Mod. Grundsolide. Kann man sich geben. Och, komm! Ein so ein Typ. Hier sind die Straßen so schön frei. Und einer muss wieder kommen. Und hier die Tour ruinieren. Was für ein asozialer Wichser. Ja gut, wenn ich schon dabei bin, machen wir hier leer. Und dann geht's ab in den Gully. In den Gully, wie man so schön sagt in Français.
Okay, ich hoffe, niemand gräbt mich dumm von der Seite an, wollte ich sagen. Aber natürlich gräbt mich wieder jemand. Warte, 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 warte. Autobombe. Geh zu der verdammten Autobombe. Jetzt kann ich mich hier wieder mit Eingeweiden einsauen. So. What the fuck? Was treiben die hier? Wer ist das da? Wer ist das? Bist du gut? Yo, wer bist du? Ich will's gar nicht hinterfragen. Mach du dein Ding. Und ich mach mein Ding. Oh, ich war so nah dran. Zombie, geh mal bitte aus dem Bild. Lecco mio. Wie das Blut auf einmal da so drauf spritzt. Ey, ich bin so nah dran. Was läuft denn da für ein... Hä? Jetzt geht es gar nicht mehr, oder wie? Fuck! Puh. Ich kann's vergessen. Die Tarnung funktioniert, glaube ich, nicht gegen die Hunter. Nein. Run, Boy. Run. Jetzt kannst du es knicken. Ich war so nah dran und irgendwie ist es wieder dieser magische Millimeter, der gefehlt hat. Aber jetzt können wir es erstmal wieder knicken. Keine Autobombe? Doch. Geh zur Bombe, geh zur Bombe, geh zur scheiß Bombe. Wow, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, hoch mit dir. Okay, wo geht's in den Gully? Rennen wir straight zum Gully. Obwohl, hier drüben ist ein Händler. Rennen wir straight zum verdammten Händler. Shit, falsche Etage. Lass mich da rein. Guten Morgen. Ich hätte ganz gerne ein Brötchen, ein Croissant und einen Berliner. So, erstmal hier den Schrott loswerden. Strom und Blechdose. Großer Gott. Was, die können hier hin? Alter, habe ich dem einen gegeben. Ist der tot? Ist das kein Schwarzlicht? Bei mir gibt's Qualität. What the fuck? Was läuft denn hier? Oh Gott, Alter! Habe ich gewonnen? Oh fuck! Reparier's, reparier's, reparier's! Geben Sie auf! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ich hack dir die Finger weg, Dude! Ich hack dir deine scheiß Griffel weg! Ah, verpiss dich! Okay, ich brauch Medikits. Ich brauch sofort Medikits. Sonst gehe ich hier noch drauf. Direkt hier bis 40 runter. Ich brauche einen fetten Vorrat, sonst muss ich irgendwann wieder welche machen. Und darauf habe ich auch keinen Bock, deswegen klopp es drauf. Der Medikit Break. So. Alright. Läuft, Alter. Läuft. Läuft nicht, denn da kommen schon wieder die nächsten. Oh. Fuck it. Geh zur Bombe, geh zur Bombe, geh zur Bombe. Alle zur Bombe rüber.
Na! Okay, da drüben gibt es noch irgendwas zum Mitnehmen anscheinend. Alter, was ist hier los? What the fuck? Ob das gut geht? Da bist du ja. Alter, das sind sau viele Dudes. Hat der eine schallgedämpfte Waffe? Ich habe eben gerade gar keinen Schuss gehört. Oh oh. Vorsicht. 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 Hä? Ach, hier drüben. Oh Gott. Er ist tot. Wow, 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 wow. Leg ihn um. Dass hier keine Zombies kommen, ne? Ah, okay. Da sind sie ja. Ich dachte schon. So. Und so. Und so. Und wenn es geht, bitte noch ganz schnell das hier mitnehmen. Dankeschön. Das lief jetzt mal ein bisschen besser für uns. Alright. Mhm. Für die Kohle immer schön die hier mitnehmen. Das sah merkwürdig aus eben gerade mit der Axt, aber... Nun gut, nun gut. Gut, ich habe alles, was ich will. Oh, bitte funktioniert. Gott sei Dank. Ging gerade nochmal gut. Und jetzt einmal hier durch die Mitte rennen. Ach nö, das sind die, die Augen haben. Er hat Auge! So, wo ist der Eingang? Irgendwo hier unten. Irgendwo hier unten oben. Warte, hier geht's rein. Leer. Stromkabel, na heiß. Na ha 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 heiß. Verfolger abgehangen. Na also, geht doch. So, da lang ich auch nochmal rein. Und dann geht's ab in den Gully. Da, wo ich hingehöre. Das Funksignal muss stark genug sein, um die Störfrequenz zu durchdringen. Es sollte reichen, den Verstärker am höchsten Antennenmast von Haran zu montieren. Hoffe ich zumindest. Savvy meint, der sicherste Weg sei durch die Kanalisation. Der olle Savvy. Der olle Savvy. Ob das hier so sicher ist? Was meint ihr? Sieht nicht sonderlich sicher aus, oder? Och nein! Och nö! Nö! Nö, 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 nö. Warte mal. Mehrfachwurf. Allgemein. Allgemein jede Waffe werfen. Nahkampfwurf. Alles klar, zweimal war das, ne? Ja. Das werden wir gleich brauchen, Freunde. Deswegen. Nochmal hier kurz reingeguckt. Schleudere ich meine Waffe. Hallo? Oh Gott. Ist das ein Kind? Bitte nicht. Klar ist das ein Kind. Ah, fuck, wie ich die Viecher hasse. Oh, boah, das ist eine Reichweite. Er steht echt in einem guten Winkel. Hör doch mal auf zu schreien. Nee, ich kann es nur erwürgen. Ich wollte ihm eigentlich schön meinen Beil in die Fresse werfen, aber ich kann diesen kleinen Scheiß-Wichser nur erwürgen.
Was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Oh, bitte nicht. Konnte ihm nicht rechtzeitig den Mund stopfen. Schwupps und schwupps. Wenn ich gerade bedenke, dass ich hier schon auf der Maximalstufe bin, ne? Wir haben echt gut gelevelt hier in dem Let's Play. Wow, der war Premium Deluxe. Mit extra Mayo. McDonald's. Irgendwo hier kommt noch ein Rammer raus. Ich fühle es. Ich weiß es. Wasabi. Der alte Peniskopf. Komm schon. Na 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 Bandagen. Noch einer hier drüben? Aber klar doch. Alter, wie sie total durchdrehen und ihr die Fresse zerkratzen. Frauen. Typische Frauentaktiken. What the fuck? Komm schon, reparier, reparier, reparier. Leck mich am Arsch. Bandagier, bandagier, bandagier. Komm schon. Alter, ich muss die Waffe wechseln. Die zerficken mich hier gerade. Was haben die Angst vom Feuer? Huh. Huh. Hat sie auch so eine Reichweite haben? Ich meine, die kratzen dich mit scheiß Fingernägeln. Was sind die? Fucking Wolverines? Hier, Waffe X. Da guckst du blöd, was? Wow, 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 oh, come on! Alter, was war das denn eben gerade für eine Ultra-Armee? Ha, Idiot! Komm schon, komm schon. No, 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 no. Hier kann er durch, hier kann er durch, hier kann er durch, hier kann er durch. Und die Tussen machen mich fertig. Komm schon, Digga. Verreck. Ein Grobian. Nice, 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 nice. Lass mir die Waffe reparieren. Anscheinend kommen hier wirklich unendlich viele. Heftig. Einmal hier durch. Vor denen kannst du auch nicht wegrennen, weil die schneller sind als du. Nicht dein Ernst, oder? Du willst es knacken, Kies? Du willst es knacken? Mitten in der Schlägerei? Dann aber schnell. Na klar, bricht der Dietrich. Jetzt will ich es wirklich knacken. Komm, ich will wissen, was da drin ist. Wahrscheinlich nur Dreck, aber ich will es trotzdem wissen. Gib mir meinen Dreck! Ja, klar, Dreck. Boah, was für ein Kill.
So, wo? Kann man hier hoch? Im Ernst jetzt, wo lang? Wir sollen hier drüben hin? Kann man hier irgendwo durch? Nee. Kann man da rumdrehen dran? Ah, hier geht's. Ey, es kommen keine neuen. Anscheinend doch nicht endlos. Aber ist eigentlich ganz gut. Das können wir hier in Ruhe mal aufmachen. Ich hoffe, ich bin richtig. Boah, meine Augen sind total nass. Mit diesem Schlabberschnodder hier. Okay, warte. Hier drüben geht's doch nirgendwo hin, oder? Nee, hier geht's nur wieder dahin, wo wir schon waren. Kann man hier reintauchen? Jo! Okay, es wird gespuckt. Leute, es wird gespuckt. Mal sehen, ob das explodiert. Ja, tut das. Lass mal hier hin. Wo ist der Dude? Bitte stirb. Alright. Hat funktioniert. Guten Tag. Hä? Warum hat die nicht angegriffen? Alter, wie scheint, hatte die richtig die Hosen voll. Die haben alle irgendwie die Hosen voll. Ja, mir soll's recht sein. Was ist denn los mit euch? Wollt ihr nicht kämpfen? Nein? Nicht mal so ein bisschen? Okay, die unterwerfen sich. Wahrscheinlich, weil ich so eine krasse Legendenstufe hab. Ich bin nämlich Stufe 2. Du nicht, hä? Du hast es gehört. Tja, hätte ich lieber mal unterworfen, Kumpel. Dann wär's jetzt nicht tot. Was das? Moment, wir schauen hier noch rein, aber ich glaube nicht, dass da ein Bauplan drin ist. 9. Aber wir können den ganzen Crap hier noch mitnehmen. Und hier können wir noch ein bisschen Mull mitnehmen. Und dann sind wir raus. Und in einem neuen Gebiet. Wunderbares Wetter. Das muss es sein. Super duper Scheißwetter haben wir hier. Aber wir haben die Nacht überlebt. So sieht es aus. Und wir springen in den Müll. Irgendwann wird das schief gehen. Und ich lande auf einem Haufen rostiger Messer. Ganz sicher. Denke ich auch. Savvy, bist du da? Ja, alles klar bei dir? Ich habe es heil an die Oberfläche geschafft. Gut, hör zu. Die Antenne braucht Saft vom Umspannwerk. Und dafür brauchst du die Schlüsselkarte. Verstanden. Wo finde ich sie? Such in den Containern danach. Sie sollte in einem von ihnen sein. Danach suchen? Die Karte ist also vielleicht noch nicht mal da? Nein, sie ist schon dort. Ich weiß das, weil der Letzte, der etwas Ähnliches vorhatte, es bis zu den Containern schaffte, bevor der Kontakt abbrach. Geil, Mann. Mega geil. Mega, mega fett geil, oder? Na komm, eine Kiste ist noch drin, oder? Yes, und darin finden wir eine Handvoll Crap. Warmen Crap. Alter, die macht 1000 Damage. Die Waffe. Ist doch gar nicht so crappy gewesen. Aber der Boden hier, könnt ihr sehen? Hier fehlt einfach Boden. Ziemlich merkwürdige Scheiße, die hier läuft. Da ist noch eine Statue drin, habe ich gerade gesehen.
Na gut, ihr lieben Menschen. Die Folge ist vorbei. Wir sehen uns wieder in der nächsten fantastischen Folge Dying Light. Eine Bewertung wäre jetzt angebracht, finde ich. Ja, doch, eine Bewertung wäre ganz gut. Also, haut mal eine Bewertung raus. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Da oben blitzt es und donnert's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Und die Kiste machen wir noch gemeinsam. Die machen wir noch, weil wir wissen wollen, was drin ist. Eine Kiste, die mich jetzt noch in den Wahnsinn treiben darf. Okay, noch ein Stück in die Richtung. Alter! Das Drachenball. Wäre nicht so geil, aber das sieht mal mega fett aus. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!